Also so langsam werde ich ein bisschen kribbelig, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wir laufen uns immer hinterher. Das ist so das Einzige, was wir tun können. Ich wollte dich fragen, willst du nicht dein T-Shirt anziehen zum Spiel? Die ziehen ja auch lustige T-Shirts an. Machen wir. Und dann umarmt man sich mal und knutscht sich mal so ein bisschen, aber mehr ist halt nicht drin und es fehlt schon. Also sehr, weil wir normalerweise sehr viel körperliche Nähe auch haben. Ja, ja, die liebe Libido. Die Frage ist nur, mit Liebe oder ohne? Das beschäftigt zuletzt vor allem Sam. Sag mal, Philipp, was hat denn so dein Umfeld gesagt, wo du Jasmin vorgestellt hast? So, weil es ist ja schon ein ungewöhnlicher Altersunterschied und noch leider noch nicht so normal, dass auch Frauen jüngere Männer haben. Die waren alle richtig schnell, also die waren ein streckter Quarterman. Mein Fake-Stempel bröckelt immer weiter. Ich will es selbst noch gar nicht wahrhaben. Ich glaube, wo ich noch bei 100% war Fake, würde ich jetzt sagen, wir sind nur noch bei 20% Fake. Make Love oder Fake Love? Sam beobachtet mit Argusaugen das Trotteln an der Tischkante. Hier. Aber ich habe auch heute ganz beobachtet. Ich gucke auf einmal so hier in so einem Haus herum und dann schaue ich nach links. Yeah. Man haben sie so richtig gezüngelt, so Zungenkuss, und ich so, oh, okay. Und da habe ich mal geguckt, wie echt ist der. Ja, ich glaube, sie haben es gefühlt. Die haben gekuschelt, die beiden, auch mit Zunge. Ich habe es gesehen, sehr innig, sehr, sehr süß. Das bisschen da, das war noch nix. Was ihr da gesehen habt in der Küche. Wir halten uns so dermaßen zurück, das könnt ihr gar nicht glauben. Auch für die Sahne. Ja, sehr gut. Ja, anscheinend ist es in dem Fall wirklich so, dass sich zwei gefunden haben, die sich wirklich auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpassen, weißt du, wie Banane und Gurke. Aber am Ende finde ich inzwischen, dass es doch vielleicht doch echter ist, als man am Anfang gedacht hat. Wie denn, was denn? Schon zufrieden? Dabei legen die zwei gerade erst los mit ihren Liebesbeweisen. Kurz noch kleiner Kameracheck und dann erklärt ihr Top quasi von selbst. Was für ein Zufall. Isn't that nice?